Wir werfen einen Dartpfeil auf den Braunschweiger Stadtplan. Er landet exakt in der Mitte der Donaustraße, breit, zweispurig, Tramtrasse in der Mitte, direkt an der St. Zyria-Kirche. Da müssen wir hin, Station 1. Unser Zufallsspiel beginnt genau dort. Wir finden ein blaues Kinderpflaster mit Schiffen, Flugzeugen und Autos. Eine große Zahl, 12, auf dem Strommast direkt mitten in der Tramtrasse. Ein Schild mit Tram hat Vorrang. Wir analysieren. Fahrzeuge sind präsent. Schiff, Flugzeug, Bahn auf dem Pflaster. Es geht um Fahrzeuge, Vehikel, Transporte, Bewegung. Schließlich kommen wir auf Flughafen, Blick 12. Die Tram hat Vorrang, also müssen wir ab hier mit der Tram fahren. Mit der Tram Nummer 3. Das ist nämlich die Quersumme aus der auffälligen 12. Es ist eine lange Fahrt, fast eine Stunde. Also kaufen wir was zu essen und machen Mittagspause in der Tram. Flughafen Blick 12. Eine ruhige, saubere und bürgerliche Ecke, gepflegte Häuser und Gärten. Wir suchen überall rum. Wir suchen die Nummer 12. Aber die Nummer 12 gibt es nicht. Es gibt 6 und es gibt 7 und 9 und 11 und es gibt 13 und auch die 15. Aber die Geraden 8 und 10 und 12, die fehlen. Auch der vorbeiradelnde Postbote kennt sie nicht. Die Straße endet an einem Feld und an einem Feldweg, der direkt auf den Flughafen zuläuft. Wir finden einen kleinen Raketenaufkleber. Gibt's doch nicht. Wieder ein Vehikel, ein ziemlich schnelles. Gibt's doch nicht. Ich meine, wo findet man einen Raketenaufkleber? Flughafenblick. Logisch irgendwie, oder? Da steigt ein Flugzeug auf. Laut, schnell und steil. Kann es etwas mit Winkel oder schräg oder aufstehen sein? Wir überlegen. Wir finden Stiege, überzeugt uns aber nicht so. Auf jeden Fall ist die Nummer 12 noch im Spiel. Wir finden, wir haben schon viele Vehikel gefunden und sie wurden immer schneller. Flugzeug, Rakete. Deswegen sind wir jetzt auf den Luftschifferweg gekommen. Da ist ein Luftschiff drin und sogar das Schiff vom Pflaster taucht wieder auf. Also haben wir die Elemente Luft und Wasser zusammen. Luft, Schiffer, Weg. Und der oder das Weg, der weg, die 12 ist ja weg, also bleibt die Zahl 12. Luftschifferweg 12, eine Straße, die gerade nicht passierbar ist. Sie wird aufgerissen oder neu asphaltiert. Die Arbeiter ziehen gerade ab, also können wir sie uns genauer anschauen. Wir gehen über Sand und Steine, wie eine Mondlandschaft. Rakete. Es gibt Häuser in den 20ern, aber keine Nummer 12. Am Ende der Straße ist eine Barriere. Aber wir können dort trotzdem weitergehen. Ein etwas mülliger Platz, aufgegebene Autos, ein schrottiges Ikea-Schild, ein Troll in den Blumen, jemand hat Tomaten angepflanzt, also ist dort doch noch irgendwie Leben. Auf jeden Fall das Element Erde unter uns, aufgerissen, zerwühlt. Wir fühlen, dass das Spiel für heute vorbei ist. Wir sind erschöpft. Wir sind ja auch lange Wege gefahren. Irgendwie ging es in diesem Spiel um Wege, um Transportmittel, mehr als um die 3 Orte, die wir dann gefunden haben. Und um die Elemente.
Es fängt leicht an zu nieseln.